Das ist für Mecklenburg-Vorpommern eine große wirtschaftliche Chance. Wir haben jetzt schon sehr viel Windkraft im Land. Wir haben sehr viele Hersteller von Windkraft. Und wir sehen unsere Chancen in großen Windparks auf See, zu denen wir beitragen können, damit wir dann auch Strom exportieren in ganz Deutschland. Es geht um große wirtschaftliche Entwicklungschancen und da ist klar, dass der Süden natürlich auch auf seine Interessen schaut. Ich halte für wichtig, dass das geordnet passiert in Deutschland. Wasserkraftwerke, die sollen in Bayern sein und nicht bei uns, das ist selbstverständlich, aber große Windparks, die sollten auch da sein, wo der Wind am stärksten weht und das ist nun einmal an der Küste und auf See. Ich glaube, onshore gibt es klare Grenzen. Die Menschen akzeptieren, wenn sich die Windräder drehen, aber es muss eine gewisse Anzahl sein und dann ist Schluss. Und dann geht man eben auf See, wo die großen Mengen hergestellt werden. Die technischen Herausforderungen dort sind groß, aber auch die Chancen sind riesig. Denn auf See weht der Wind sehr beständig, sodass die Windkraftwerke auf See am Ende sogar grundlastfähig sind und deshalb am ehesten in der Lage, die Atomkraftwerke zu ersetzen. Bei uns hat die Energiewende zwei große Punkte. Wir wollen die großen Mengen Energie auf See herstellen, die das Industrieland Deutschland braucht. Aber wir wollen als das am dünnsten besiedelte Land Deutschlands natürlich auch den kleinen Gemeinden die Möglichkeiten geben, von der Energiewende zu profitieren, 3, 4, 5 Windmühlen aufzustellen, Selbstversorgung zu machen. Dazu brauchen wir intelligente Netze, aber dann ist das eine wichtige Ergänzung der Energiewende hier bei uns auf dem Land. Ja, wir werden klar machen müssen, dass wir durch innovative Lösungen die erneuerbaren Energien möglichst schnell marktfähig machen müssen. Und in den letzten Jahren hat sich ja gezeigt, dass der technische Fortschritt dazu führt, dass die wettbewerbsfähig, konkurrenzfähig sind, erneuerbare Energien. Dazu ist allerdings technische Entwicklung nötig und die müssen wir für eine bestimmte Zeit unterstützen. Die Unterstützungsleistungen müssen aber dem entsprechen und dürfen nicht darüber hinausgehen und Gewinne verschaffen. Und man muss ja auch sagen, wenn man gegenrechnet, was zum Beispiel Atomstrom kostet, da sind ja nicht alle Kosten eingerechnet. Da ist nicht das eingerechnet, was wir an Milliardenbeträgen aufwenden müssen, um Atomkraftwerke abzubauen. Da ist nicht eingerechnet, was die Bürgerproteste, die Auseinandersetzung in der Mitte der Gesellschaft, was das alles kostet. Also diese Kosten sind nicht eingerechnet. Am Ende werden die erneuerbaren Energien wirtschaftlicher sein. Das ist übrigens auch der Punkt, bei dem wir darauf setzen, dass unsere Nachbarn dann vom Atomstrom lassen. Moralische Appelle allein werden nicht helfen, sondern nur wirtschaftliche Argumente. Dahin müssen wir kommen.